Jetzt geht's also los mit dem PC, mit dem Partizipium Konjunktum. Was bisher geschah? PPV mit esse, das ist ja nichts anderes als das Passiv des Perfekts oder des Plusquamperfekts. Das ist ein alter Hase. Aber was ist ein PPV ohne esse? Das ist das PC. Oder der Ablaps, aber der kommt später. Dieses PC hat tatsächlich, Achtung, fünf Übersetzungsmöglichkeiten und die erste wörtliche Übersetzung schauen wir uns jetzt an. Das Ganze beginnt mit einem PPV. Man erkennt es am TUS. Dazu ein Substantiv. Die beziehen sich aufeinander. Das ist schon die Grundstruktur des PCs. Da brauchen wir noch ein bisschen was, bis es einen Satz gibt. Und noch ein Verb. Und schon haben wir es. Übersetzt man das wunderschön, dann klingt so. Hier haben wir das PC von Wasser umgeben, das sich auf Daedalus bezieht. Die Übersetzung ist wörtlich Circumventus PPV. Umgeben, Deutsch Partizip 2. Es ist alles genau das gleiche im Latein und im Deutsch. Das macht diese Art von Übersetzung besonders einfach. Gerade noch ein Beispiel. Diesmal zum Mitmachen. Hier als erster Schritt das PPV. Achtung, jetzt gibt es eine größere Veränderung. Und jetzt zusammensetzen. Das war die Yoda-Übersetzung. Da muss man noch ein bisschen dran feilen und dann klingt es so. Alles klar? Hier ein kleiner Einschub. Weshalb heißt das Partizipium Konjunktum eigentlich so? Interessanterweise ist das PC selbst ein PC. Und wenn man den Namen versteht, versteht man auch die Konstruktion. Deshalb schauen wir uns das genauer an. Hier das PPV, Konjungere verbinden. Und dazu ein Substantiv. Da ist die Übersetzung nicht so schwierig. Zusammen ergibt sich also Folgendes. Ein verbundenes Partizip. Und jetzt schauen wir das nochmals ein bisschen genauer an. Wir haben hier entweder ein PPV oder ein PAG. Deutsch ist das Partizip 2 oder das Partizip 1. Gemacht oder machend. Diese zwei Partizipien können PCs bilden. Konjunktum, verbunden,
Wie verbunden mit dem Bezugswort? Ja, natürlich. Kanugen, Kanugen, Kanugen. Hier bei unserem letzten großen Grammatikthema kommt dieses Kanugen schon wieder vor. Und deshalb haben wir das damals so geübt, sodass sich jetzt jeder mit Freude an die Lateinkindheit zurückerinnert und unsere Kanugen-Demo, die wir gemacht haben. Schauen wir uns das am konkreten Beispiel an. Hier haben wir das PPV rot und grün, das Bezugswort. Die gehören immer zusammen. Es ist ein Participium Conjunctum, also ein Partizip verbunden mit einem Bezugswort. Und natürlich Kanugen, Daidalus, Circumventus. Wenn du bis jetzt alles verstanden hast, kannst du weiterschauen. Und sonst zurückspulen, zurückspulen, nochmals die Beispiele anschauen. Wo habe ich was nicht kapiert? Jetzt beschäftigen wir uns mit der Übersetzungstechnik. Was mache ich, wenn ein PC kommt? Heulen, das ist immer gut. Spicken, nützt wenig. Deshalb würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen. Such. Komm, Rexli, komm. Hopp. Such das PPV. Hier nicht so schwierig, weil es rot ist. Such zuerst das PPV. Dann hast du vom PC schon eins, nämlich das Participium. Als nächstes such das Bezugswort. Wie findest du das? Das ist ganz einfach. Es steht fast immer links und es ist immer kanogen. Hier also Daidalus, es ist kanogen und es steht links. Nächster Schritt. Die zwei übersetzen. Nur die zwei. Wörtlich. Und das gibt dann sowas. Deutsch gibt es noch eine andere Methode. Die klingt oft nicht so gut. Die hier. Nächster Schritt. Den Rest übersetzen. Das hier. Und dann sind wir schon fertig. PPV suchen und übersetzen. Bezugswort suchen, links kanugen und übersetzen. Und dann den Rest noch einfügen. Und schon ist unser Wupser PC übersetzt. Die andere Möglichkeit wäre folgende. Funktioniert manchmal, manchmal eher nicht. Klingt dann nach Lateinübersetzung, die man auf dem Internet findet. Natürlich nicht auf meinem Kanal.